So Leute, willkommen zurück zu Pokémon White 2. Wir sind hier noch im Navajo City und gehen jetzt auf Route 8, genau. Wusste ich doch, dass das Route 8 ist. Ich wollte nur ganz, ganz sicher gehen. Hier gibt es auch noch einiges zu erkunden und das wollen wir gleich mal tun. Die Trainerkämpfe spulen wir ein bisschen vor, damit wir halt ein bisschen vorankommen. Sonst dauert es halt schon ein bisschen ewig so. Und das wollen wir ja nicht. So, Nachthieb in seine Fräse, damit ist es nicht besiegt. Okay, macht aber auch nichts, noch ein Low Sweep, zack. Und wir sweepen durch sein ganzes Team. okay, Aquana, da schicken wir Psy rein. Ein Psy hat da so eine ganz, ganz nette Attacke gegen Wasser-Pokémon, nämlich Energieball, Bounce. Tweet KO locker, locker. Und ich hau das Aquana vom Hocker. So, zack, noch ein Energieball, damit ist es besiegt. Bye bye Aquana, schön war's mit dir. Es war zwar eine kurze Zeit, aber... Lass ich mir drin, genau. Okay, sehr gut. Habe ich mir das richtige Pokémon unter dem Namen vorgestellt. Und es auch besiegt. Zupi dupi, hier holen wir uns das Item. Sludge Bomb. Ganz cool, ganz cool. Aber auch nur ganz cool. Oder so. Ich weiß es nicht, du Arschgesicht. So, schwimmen wir hier runter und bleiben ganz munter und holen. Und ach nee, den hatten wir schon mal. Egal. So. Kämpfen gegen die nächste Trainerin hier. Eigentlich wollte ich das anders machen. Naja, egal. Egal. Frieselein setzt der Eishiebe ein und besiegt das kleine Schwein nicht. Oh Mist. Gut, dann noch ein... Ah ne, das ist nicht sehr effektiv. Ach, egal. Es reicht trotzdem aus, um es zu besiegen. Sehr gut. Bald ein Level Up. Das Level Up erreichen wir noch. Wir erreichen es noch mit Nachthieb vielleicht. Mit Nachthieb, sehr gut. Level Up. Level 67. Supidupi. Ne, wechseln wir wieder zu Psy über. Und Psy kann ganz schön kräftig reinhauen mit Energieball. Sollte ein One-Hit-KO werden ohne Probleme. Ja, wird es auch. Damit ist die nächste Trainerin gebashti-dashti. Und wir schwimmen mal hier hin. So. Denn wenn es Eiszeit ist, kommen wir an dieses Sonderbonbon nur so ran, wie ich es jetzt gerade vorgeführt habe. Wenn Frühling oder so ist, kommt man ganz normal dran. Aber ja, so muss man halt ein bisschen nachdenken. Es ist nicht wirklich viel. Also keine Angst, liebe Leute. Ihr müsst nicht viel nachdenken. Vor allem nicht, wenn ihr auch meine Videos anschaut. Obwohl ab und zu habe ich so ein paar geniale Wortwitze dabei. Ein Lob stimmt. Ich weiß, aber ist mir egal. So, Ice Heap sollte ein Two-Hit-KO werden. Ne, sogar ein One-Hit-KO. Oh, super, freut mich. Danke dafür. Wir lassen es trotzdem drin. Und schauen, wie lange wir es noch aushalten. Nicht wirklich sehr lange. Jetzt wäre so ein Eisshard ganz praktisch. Haben wir aber leider nicht. Schade, Schokolade. Komm. Wir besiegen ein Wasserboden-Pokémon mit einem Feuer-Pokémon, mit einer Feuerattacke, nämlich Flammenblitz, Bounce. So, wieso auch nicht. Der Angler hat jetzt nichts mehr zu angeln. Oh, wie ging das Sprichwort? Nichts mehr zu lachen. Genau. Ich finde es auch witzig irgendwie, wenn ich irgendwelche Sprichwörter extra falsch sage, beziehungsweise gewisse miteinander kombiniere, dann denken manche von euch wirklich so, ich weiß nicht, wie das Sprichwort geht. Ja, Psychokinese ist schon ganz gut. Dann hier Nahkampf und Dragon Claw. Eigentlich hätte ich lieber Erdbeben eingesetzt, aber Kuhn würde dann auch drauf gehen und das wollen wir ja nicht. Und außerdem reicht ja Drachenklaue. Psychokinese sollte eigentlich auch reichen. Mist, dann halt doch nicht. Schade eigentlich. Hoffentlich setzt er nicht Hydropumpe auf Kuhn ein, sondern irgendwie auf Psy. Das kann man machen, oder Regentanz oder so. Oder die Attacke geht daneben. Kann mir auch recht sein. So, Air Slash und Turbo Tempo und Drachenklaue auf nichts. Bounce.
Sehr schön. So. Leider kein Level Up, aber macht ja nichts. Das kommt bestimmt auch mal wieder. Jetzt erkunden wir erstmal hier den Moor von Nevajo. Von Nevajo City. Nee, der Moor heißt nur Moor von Nevajo. So, hier. Ah, hier. Erinnert ihr euch an das Video? Hier an dieser Stelle im Frühling oder im Sommer oder so habe ich das Video mit den meisten Klicks von mir gedreht. Mit Keldeo, dem guten alten Keldeo, mit dem Event. Und das hat am meisten Aufrufe erhalten bis jetzt. Über 300.000. Ach, wie stolz ich darauf bin. Ach Gott, das ist so rührend, so toll. Slash. Was hältst du aus? Ja, ohne Probleme. Ich hätte eigentlich gedacht, das zieht ein bisschen mehr weg. Aber umso besser, dass es nicht so viel wegzieht. So. Was kommt da noch rein? Kecleon. Kecleon. Machen wir mal mit Klopsi fertig. Wieso wir ihn mit Klopsi fertig machen? Weil ich einfach will. Kraftkoloss. Bounce. Kecleon ist eigentlich ganz cool, aber jetzt nicht so das stärkste Pokémon, aber es ist eigentlich ganz cool. So, Swellot. Das ist dieses Dings da, wie heißt das? Keine Ahnung, dieses Ding da halt mit Boden, Elektro. Nee. Ups, hehe. Nee, das ist halt dieses Dings da. Ist auch ganz okay so. So, Erdbebenreifen ist zu besiegen. Ich wusste natürlich, dass es dieses hässliche Vieh ist. Was soll es denn sonst sein? Gut, holen wir uns. Ey, komm, lass mich einfach in Ruhe. Lass mich in Ruhe sterben, bitte. Gut, holen wir uns einfach die Items hier noch. Ein sehr schwieriges Rätsel hier noch. Und wir haben Poison Jab. Sehr cool. Und wir sind ab morgen in der School. Oder so. Keine Ahnung. Hier erstmal nach links. Und holen uns erstmal hier den großen Pilz. Ja, yeah, es war sogar ein großer Pilz. Ha. Wie ich das wusste. Ich weiß einfach alles. Wieso weiß ich einfach alles? Ich bin so allwissend. Das ist gar nicht mal beschissen. Oh. Oh, ein Quapuzzi. Hallo, süßes Quapuzzi. Hier hast du einen Energieball in deine Fräse. Reicht das aus? Ja, das reicht ohne Probleme aus, um es zu besiegen. Sehr schön. Als nächstes kommt ein Whiskas. Ein Whiskas. So ein Katzenfuttervieh halt. Es ist wirklich Katzenfutter, weil es ja ein Fisch ist und Fische werden von Katzen gefressen. Falls ihr das noch nicht wusstet. Politoed, hey! Wie geht's dir? Bounce, du bist nicht besiegt. Hätte mich auch gewundert, denn wie heißt das jetzt schon wieder? Quaxo, genau, Quaxo hat ziemlich viel Spezialverteidigung. Also ist es eigentlich ganz normal, dass es das aushält. Und außerdem hat Psy jetzt nicht so mega extrem viel Special Attack. Ne, gehen wir erstmal hier oben lang. So, und holen uns. Oh, da habe ich tatsächlich was vergessen. Ich dummes, dummes Kindchen. So, Moment. Dazu müssen wir hier rüber surfen. So, komm. Komm schon. Sonst kommen wir nicht dahin. Bones, das ging ja schnell. Green Chart, oh so, und zurück, 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 zurück. Und hier versuchen wir jetzt weiterhin unser Glück. Holen uns erstmal wieder eine Herzschuppe. Also wir haben ja unendlich viele Herzschuppen. Wir könnten in Herzschuppen schwimmen. So viele Herzschuppen haben wir schon. So, gehen wir hier nach unten. Holen uns das Ding hier. Gehen wieder nach oben. Kämpfen gegen den Angler hier. Und gehen danach weiter, Pupaita. So, Krebskorb, das hält einen Energieball nie und nimmer aus. Das freut uns ganz aus dem Haus. So. Ah, ich hab Hunger. Es ist gerade 2.04 Uhr und ich habe noch nichts gegessen. Ich armes Ding. Gib mir was zu essen. Irgendwie, was weiß ich, Kekse oder so. Oder irgendwas anderes, irgendwas Deftiges, so ein... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, gib mir irgendwas zu essen, ich habe einfach Hunger. Und schick es mir bitte. Ja, wie sollte es mir sonst geben, wenn ihr es mir nicht schicken könnt? Egal. Nicht so wichtig.
So, Moment. Ne, das Item dort können wir uns nur holen. Ausschließlich dann holen. Moment, ich muss. Oh, jetzt muss ich einen Umweg machen. Ausschließlich holen, wenn nicht Winter ist. Das werden wir uns auch holen. Denn, ja. Aber wie wirst du es dir holen, Focke? Immerhin ist jetzt Winter und du kannst da nicht rüber. Ja, das werdet ihr viel genug sehen. Lasst euch überraschen, denn, ich bin ein Zauberer. Harry, du bist ein Zauberer. R/ geht daneben. Oh oh. Jetzt müssen wir es ganz oft flinchen lassen. Komm, lass es ganz oft flinchen. Komm. Oder ein kritischer Treffer und flinch. Bin ich nicht gut? Bin ich nicht der beste Magier im Land? Ich weiß es nicht. Ich werde es auch später beweisen, indem ich von Winter auf Frühling switche innerhalb von Sekunden. Nein! Ich habe vergessen, dass es vom Typ Unlicht ist. Egal. Hier, ey. Ey, das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Obwohl, ja, kannst du gerne machen. So, was jetzt? Was? Klopsi, du hast am wenigsten Level. Klopsi, komm rein. Und hau rein. Bats. In die Fräse. Sehr schön. Sehr schön. So, ja, lass mir die Bäre aus dem Gesicht oder so. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Full Heal kann man nicht. Wieso surfe ich hier? Egal, wieso habe ich die Vorspultaste die ganze Zeit gedrückt gehalten? Ich weiß es nicht. Okay, und jetzt schaut mal. Abracadabra Simsalabim. Und es ist Frühling. Glaubt ihr mir nicht? Schaut mal selbst. Seht ihr? Frühling. Hihihihi. Ist das nicht cool? So, komm. Nee. Ach, komm jetzt. Das war lame. Lame. Hoch 50. So. Gehen wir hier nach oben. So, holen uns den Sonnenbonbon. Das Sonnenbonbon. Excusez-moi, mesdames et messieurs, für diesen Fehler. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann sind wir wieder im Poké-Center. Also bis dahin, Leute, man sieht sich. Schönen Tag noch. Und ach, im nächsten Part ist übrigens wieder Winter. Bis dahin, Leute, man sieht sich. Schönen Tag noch. Und tschüss.